Willkommen zu Gangster Rap XY Ungelöst. Mein Name ist Murat Klein und heute sprechen wir über den mexikanischen Rapper QBA und drei vermissten Studenten. Gangster Rap XY Ungelöst. Wir sind heutzutage die deutschen Gangster oder Straßenrap. Das ist Gangster Rap XY Ungelöst. In zahlreichen Medien macht ein YouTube-Video die Runde, das der Rapper QBA dabei zeigt, wie er über Drogen, Verbrechen und Hinrichtungen rappt. 1,4 Millionen Abonnenten hat der Musiker und seine Videos haben Millionen von Klicks. Zugleich ist er aber auch Mitglied eines berüchtigten Kartells in Mexiko. Gangster-Rap. XY ungelöst. Christian Omar Palmar Guterres, besser bekannt unter seinem Künstlernamen QBA, wurde am 24. Oktober 1994 in Guadalajara, Mexiko geboren. Er ist ein mexikanischer Rapper und seine Lieder wurden in Mexiko unter Menschen populär, die in ähnlichen Situationen wie er leben. Er begann seine Karriere im Jahr 2007. QBA wuchs im Viertel Santa Cecilia auf, das dafür bekannt ist, eines der gefährlichsten Viertel mit der größten Präsenz von Banden in Guadalajara und auf mexikanischem Territorium zu sein. Zusammen mit seinen Freunden begann er, Songs zu schreiben und sie auf seinem YouTube-Kanal hochzuladen. Er war Teil des Independent-Labels Aztlan. 2015 unterschrieb er beim Independent-Label Sismo Records. Große Bekanntheit erlangte er 2016 mit seinem ersten Studioalbum, das große Unterstützung von seinen Fans erhielt. Sein YouTube-Kanal hat mittlerweile mehr als 1,4 Millionen Abonnenten. Mit seinen Songs überzeugt er seine Anhänger. Er befasst sich in seiner Musik mit Themen wie Drogen und Gewalt. In einem seiner Videos versucht sich ein Mann mit gefesselten Händen und blutigem Kopf zu befreien. Am Ende zündet QBA den Mann an. Sein Video erreichte 11 Millionen Aufrufe. QBA erklärte, er sei am Verschwinden von drei Filmstudenten beteiligt gewesen. Gangster-Rap. XY ungelöst. Wir schalten jetzt zu Christina ins Studio. Sie hat für uns weitere Infos zum Fall mitgebracht. Christina, wann wurden die drei Filmstudenten für vermisst erklärt? Die Filmstudenten Salomon Gastelum, Daniel Diaz und Marco Avalos waren gerade auf dem Rückweg von einem Dreh, als sie am 19. März 2018 nahe Guadalajara von Bewaffneten verschleppt wurden. Und gab es Zeugen? Eine weitere Studentin erklärte, dass die Jungs mit Pistolen und Sturmgewehren bedroht wurden. Die Medien berichteten, dass die Entführer sie darauf in ein Haus gebracht haben, in dem die drei verhörtgefoltert und schließlich ermordet wurden. Ist die Motivation der Täter bekannt? Offensichtlich sind die Studenten Opfer einer Verwechslung geworden und versehentlich ins Visier der Kriminellen geraten. Die Killer hatten die Studenten für Mitglieder einer gegnerischen Bande gehalten. Das ist leider alltäglich in einem Land, in dem große Gebiete von der organisierten Kriminalität kontrolliert werden. Und was genau hat QBA mit der Entführung zu tun? QBA sagte, er bekam den Auftrag, die Studenten zu entführen und zu ermorden. Er soll die Studenten gefoltert und dann ermordet haben. Die Leichen hat er danach in Säure aufgelöst. Laut QBA sei er für 3.000 Pesos pro Woche vom Kartell angestellt worden, was über einen Zeitraum von 7 Tagen ca. 136 Euro entspricht. Danke, Christina. XY ungelöst. Es sollte eine Woche der Erinnerung werden, doch es wurden weitere Tage des Grauens. Genau 43 Monate, nachdem 43 Studenten in der mexikanischen Stadt Iguala von Kriminellen verschleppt wurden, sorgte ein weiterer Fall dafür, dass das Thema des Verschwindenlassens traurige Aktualität behält. Die Staatsanwaltschaft der Großstadt Guadalajara meldete, dass drei jüngst entführte Filmstudenten ermordet wurden. Mitglieder einer Mafiabande haben die drei getötet, informierten die Strafverfolger. Einer der mutmaßlichen Täter, der erfolgreiche Rapper QBA, gab gegenüber den Ermittlern zu, die Leichen im Auftrag eines Kartells in Säure aufgelöst zu haben. Dass die Ermordung genau während der Aktionstage der Angehörigen der 43 Lehramtsstudenten bekannt wurde, könnte die ohnehin aufgeheizte Stimmung zur Explosion bringen. Bereits eine Woche zuvor waren in Guadalajara zahlreiche Studenten auf die Straße gegangen, um ihre Wut über die Morde zum Ausdruck zu bringen. "Es geht nicht um drei, es geht um uns alle", riefen sie und forderten Gerechtigkeit für ihre Kommilitonen von der Universität für audiovisuelle Medien. Der Oscar-Preisträger Guillermo del Toro reagierte auf Twitter. "Worte reichen nicht aus, um die Dimension dieses Wahnsinns zu verstehen", schrieb der Filmregisseur.
Dieser Albtraum muss ein Ende haben, gab er wieder, was unzählige in diesen Tagen denken. Fast täglich verschwinden in Mexiko Menschen. Die Generalstaatsanwaltschaft sprach von über 35.000 Verschwundenen. 2018 verschleppten erneut Unbekannte 6 junge Männer. Das Verschwinden der 43 Studenten des am 26. September 2014 im Bundesstaat Iguala ist deshalb längst zu einem Symbol für den Terror geworden, der das Land gefangen hält. Jeden Tag und an unzähligen Orten Mexikos erinnert die Zahl 43 an die jungen Männer. Sie verweist darauf, dass die Strafverfolger unwillig oder unfähig sind, das Verschwindenlassen zu stoppen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Nur die wenigsten Fälle werden aufgeklärt. Die Angehörigen der Lehramtsanwärter und die Studenten aus Guadalajara haben zu Demonstrationen aufgerufen. Die Eskalation der Gewalt und die wuchernde Straflosigkeit ist in allen Ecken des Landes allgegenwärtig, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden größten Hochschulen Mexikos, der UNAM in der Hauptstadt und der Universität von Guadalajara. So kann es nicht weitergehen. Ein Polizeisprecher teilte den Medien mit, dass die Videos von QBA analysiert werden, um die laufenden strafrechtlichen Ermittlungen zu unterstützen. Die Behörden suchen noch nach 5 weiteren Verdächtigen im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Drogenkartells. Ein Beamter, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, dass andere menschliche Überreste auf der Leichenhalde gefunden wurden. QBA wurde zusammen mit dem anderen namenlosen Verdächtigen wegen schwerer Entführung angeklagt. QBA stand kurz vor dem Höhepunkt seiner Karriere. Er sollte der Headliner bei einem Rap-Festival in Tijuana werden. Dieser Auftritt fand natürlich nicht mehr statt. Gangster-Rap. XY ungelöst. Laut Statistik sind 53% der 61.637 Verschwundenen zwischen 15 und 35 Jahre alt. 74% sind Männer. Die meisten Menschen verschwanden, nachdem der damalige Präsident Felipe Calderón 2016 den Drogenkartellen offiziell den Krieg erklärt hatte. Für weltweites Entsetzen sorgte im Jahr 2014 die Verschleppung und mutmaßliche Ermordung von 43 Lehramtsstudenten. Bis heute ist das Verbrechen nicht aufgeklärt. Eine Theorie besagt, dass in dem Verbrechen auch die örtliche Polizei verwickelt sein soll. Die Polizei soll die Lehramtsstudenten festgenommen und den Kartellen ausgeliefert haben. Die Polizisten wurden angeblich von den Bandenmitgliedern bezahlt, um die Kartelle bei der Entführung der Studenten zu unterstützen. 1.124 Leichen seien an 873 Orten gefunden worden. Nur 35% der Toten hätten bis jetzt identifiziert werden können. Die Suche nach Vermissten konzentrierte sich auf 4 Bundesstaaten, wo das organisierte Verbrechen besonders mächtig ist. Immer wieder werden Massengräber entdeckt. Mexikos neuer linksgerichteter Präsident Andrés Manuel López Obrador versprach den Angehörigen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Doch gegen das Justizversagen und die Korruption in den Reihen der Sicherheitskräfte konnte er bislang wenig ausrichten. Oder steckt er mit den korrupten Polizisten unter einer Decke? Das werfen ihm zumindest seine Kritiker vor. Gangster-Rap. XY ungelöst. Was glaubt ihr? Haben die Polizisten mit den Kartellen zusammengearbeitet und wusste Mexikos Präsident Obrador von dem Deal? Ich bin sehr gespannt darauf, eure Theorien in den Kommentaren zu lesen. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Ihr wisst, wie es läuft. Lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und natürlich nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt Gangster Rap XY ungelöst. Gangster Rap XY ungelöst. Deutsch. Das ist Gangster-Rap. XY ungelöst.